Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Viktor Vran, wo mir eine Sache aufgefallen ist. Nämlich, falsche Taste, da wollte ich hin. Nämlich, das mit dem tollen Degen, den ich ja total toll fand, wegen des hohen Schadens und so. While equipped, no gold drops. Also, ich kriege halt Gold nur als Belohnung. Aber eigentlich stört mich das jetzt auch gar nicht so wahnsinnig, weil ich ja trotzdem nicht unbedingt wenig Gold habe. Nichtsdestotrotz gucken wir einfach mal hier durch, aber ob ich nicht noch was Schöneres finde. Der ist gar nicht so schlecht, also macht ein bisschen weniger Schaden, aber dafür würde zumindest Gold droppen. Aber das ist es mir, glaube ich, einfach nicht wert. Nee. Nee. Nee, wir machen einfach mal hier direkt mit der nächsten Map weiter. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier? The Tangle. Achso, genau, ich hatte mir. Ja, da waren wir zuletzt. Widow's Mine. Befouled Tomb. Ich bin unschlüssig. Ich glaube, wir machen hier mal das Eck noch mit, dann sind wir da irgendwie durch. So, 30 Monster mit dem Hammer umklopfen. 70 Burial Urns zerstören. 15 Skeleton Overkills ist kein Thema. 2 Secrets, okay. Slays. Puh, 70 Monsters without taking damage. Am Stück oder insgesamt? Na, gucken wir mal. 70 am Stück ohne Schaden zu nehmen, ist nicht eben wenig. Also kommt ein bisschen drauf an, was hier an Gegnern rumeiert. Aber das fängt doch hier schon an. So, nehme ich doch direkt Schaden. Das kann ich doch total vergessen. Mistviecher. Okay, try again. So, muss ich das direkt von Anfang an machen? Mit dem ersten Monster? Oder... Das ist schon ein bisschen assi. Ich glaube, ich wechsle mal eben auf die Shotgun. Das macht das nämlich ein bisschen einfacher. Kommt mir das nur so vor, oder ist das Spiel ganz schön laut? Sind das hier die komischen Uhren? Wahrscheinlich, ne? Sind das die Uhren? Sind das nicht die Uhren? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Was für ein sinnloses Unterfangen, hier 70 von diesen Kackurnen kaputt machen zu müssen. So, wer denkt sich so eine Mission aus? Aber okay, kann man machen. Was ist das hier? Oh, nichts Nettes. Hi. Ah. Geh mal weg, geh mal weg. Na, kann sich bitte mein Skill wieder aufladen? Oh Gott, der respawnt jetzt. Das hätte ich völlig vergessen. Ich frage mich gerade, ob ich diesen ganzen Ausweichenspaß umsonst mache. Weil die 70 Skelette, also 70 Gegner-Challenge eh verkackt ist. Okay. Ja, wahrscheinlich schon. Egal. Dann scheiße ich da erstmal drauf. So wichtig ist mir das dann auch nicht. So, ein bisschen Skelett-Overkill. Das hätten wir schon mal erledigt. Gibt ein bisschen XP. Was mussten wir noch machen? 30 Monster mit dem Hammer. Na dann, ach, Quark. Rüsten wir doch mal ein Hämmerchen aus. Das sieht nett aus. Hm.
An den Hammer-Skills haben die auch ein bisschen was geändert. Sag mal, warum ist denn eigentlich... Warum ist denn eigentlich... Rotate Minimap aus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, so, jetzt komme ich hier auch besser drauf klar. Check ich wenigstens, wo ich hinlaufe. Dieses sinnlose Urnenverprügeln, es ist einfach so... Warum? Ich meine, es ist natürlich jetzt gerade mit der Kapuze und so eine nette Anspielung auf Zelda, aber es ist halt so... Ernsthaft? Mistvieh, ne? Fuck you. Seriously. Natürlich, greif mit der Spezialattacke die Urnen an. Das macht Sinn. Meine Güte. So, machen wir die Urnen einfach so kaputt, das geht auch einfach deutlich schneller. Ah, Hilfe, ey. So, genug Uhren kaputt gemacht. Gott, wo kommen die denn jetzt alle her? So, die Aufgabe hätten wir auch erledigt. Eigentlich sind diese ganzen Teile hier total sinnlos. Also, die ganzen Gebiete gehören halt null zur Story. Die sind halt echt nur so zum Gold und Experience sammeln. Und du, geh mir mal nicht auf den Sack. Fick dich. Ernsthaft. Oh, ist doch nicht wahr. Alter, das reicht's. Ja, das kann ich auch. Meine Güte. So. Immer noch nicht tot. Jetzt aber. Weil hier muss ich ja jetzt eigentlich auch... Naja, zwei Secrets kann ich noch finden. Wenn ich das kann, weiß ich nicht. Das erinnert in der Tat ein bisschen daran, als man in Diablo 2 noch sämtliche Fässer geöffnet hat. Aber in den Fässern war wenigstens ab und zu was drin. Hier in den Urnen ist ja nicht mal was. Wenn da wenigstens so 20... Wobei, vielleicht ist da Gold drin und es kommt nur kein Gold raus, weil ich den komischen Degen trage. Das kann natürlich auch sein. Ja, Exit Dungeon. Irgendwo muss es hier auch noch zwei Secrets geben. So groß ist der Dungeon hier nicht. Ich komme doch bestimmt hier irgendwo an der Seite hoch, oder? Oder darunter? Irgendwo geht da doch bestimmt was. Ha. So, Secret Nummer 1. Tada! Ach, komm schon. So. Und dann, wo waren wir noch nicht? Alter, geradeaus geht's noch weiter. Warum würden wir das auf der Minimap gar nicht... Ah, verstehe. Okay, dann ist hier mal garantiert das zweite Secret. Okay, spektakulär. Was macht eigentlich das hier? Ich muss echt nochmal nachgucken, was hier... Map, Inventory.
Was macht das doch gleich? Teleport to the next target. Okay. Das sah irgendwie gerade nicht danach aus. Es kommen zumindest Heiltränke aus den Urnen. Okay. Ist genehmigt. Okay, aber dann können wir das... Ja, okay, scheiß auf die 70 Monster ohne Schaden. Zurück zum Hub, bitte. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal hier weiter, weil hier geht es auch storytechnisch weiter. Slay 20 Monsters? Das ist alles? Was sind Active... Achso. Oh Gott. Slay Ragnos, the host, without using potions and shrines. Okay. Within 120 seconds. Okay. With two active hexes. Das sind die Teile hier. Das möchte ich eigentlich gerade nicht. Dafür fühle ich mich noch zu low level. Und while above 80% health without using potions. Naja, das wird garantiert alles irgendwie nichts. In Wirklichkeit möchte ich jetzt, glaube ich, so kam ich ins Inventar, doch nochmal die Shotgun ausrüsten. Statt dem Hammer, statt dem Degen. Ich glaube, statt dem... der ist sogar noch stärker. Schon das auch nochmal. Wobei, Shotgun statt Degen, ich weiß nicht. Macht das Sinn? Macht es Sinn? Ich bin mir nicht sicher. Was haben wir hier eigentlich noch? Guardian. Release an Explosion when hidden. Ja, nee, komm, geh mal weg. Was haben wir hier? Flashbomb. Nee, Flashbomb ist raus. Wobei, wir dürfen ja theoretisch für das eine Ding eh keine... Wobei, eine Potion ist keine... eine Flashbomb ist keine Potion, oder? Na, wir lassen das einfach mal so. Tja, Shotgun statt Degen? Ich weiß nicht. Probieren wir mal. Ich bin ja mal gespannt. Zumindest kam vor zwei Tagen ein Patch. So, ich scheiß mal auf die 120 Sekunden. Ich gehe jetzt erstmal auf die 20 Gegner. Ich glaube, die Sterne holt man sich dann eh eher, wenn man weiß, was der Gegner so kann. Schwert gefunden, kann das was? Nee. Ist leider ein totales Standardding. Schade drum. ...18 von 20 Gegner habe ich. Na gut, den Rest kriege ich da vorne, glaube ich. Sah zumindest so... Oh, ja, okay, da hätte ich hier gar nicht hinlaufen müssen. Okay, ich bin gespannt. Ach Gott, das ist so eine Spinne. Ugh. Yeah. Oh Gott, das explodiert. Ach ja, fuck you. Holy shit! Alter! Ist das wirklich nötig, was hier abgeht? Nicht springen! Ah! Leck mich doch! Alter! Boah, manchmal ist die Steuerung auch so ein bisschen behindert. Fuck.
Warum muss hier eigentlich noch so ein Champion auftauchen? Das ist total unnötig. Jetzt hätte ich nicht so schon genug Sorgen. Bitte. Ah, kannst du bitte aus der scheiß Timebubble raus? Danke. Oh. Hilfe. Das ist ganz schön heftig. Im Vergleich zu dem ganzen Rumgepimmel vorher. Fliegt hier schon mal ein bisschen die Kuh. Ah Gott, wenigstens ist das hier erstmal tot. Toll. Ja, super gelaufen. Alter. Ob es wirklich nötig war? Ich weiß echt nicht, ob es nötig war, dass sie den Kampf schwerer gemacht haben. Lustigerweise ist jetzt die fette Spinne noch gar nicht gespawnt, ne? Voll gut eigentlich. Kann ich hier nämlich erstmal ein bisschen... Ah, jetzt aber. Die ist auch einfach real viel Schaden macht, ne? Ich hab so gelitten. Bin auch gleich wieder tot. Aber wobei, ich hab die Schreine noch. Das könnte mir ein bisschen den Arsch retten. Alter, deflektet er das noch? Ich glaube, es hackt. Das Ding auch erstmal weg. Dann machen wir hier weiter. Ja, kriech da ruhig erstmal hoch, ist schon okay. So, musst du hier noch weg? Alter, kann der mal nicht so viel Schaden machen? Ja, kriech halt ruhig wieder hoch. Ist schon okay. Aber lass mich mit deinen Scheißteilen da in Ruhe. Geh bloß weg, ey. So. So weit, so gut. Jetzt hängt das Ding oben an der Decke und kommt nicht mehr runter, wa? Das wär's jetzt. Hättest du die Güte, hier irgendwie auf den Boden zu kommen? Das wäre sehr entzückend. Danke.
Wie High Level muss man sein, um das ohne Heiltränke zu schaffen? Die flechtete einfach mal meinen stärksten Angriff. Natürlich. Das motiviert. Gott, wie ich auch einfach so gefühlt gar keinen Schaden mache, ne? Okay. Zeit für einen anderen Attack. Gar keinen Schaden macht. Oh Gott, ist das bitter. Hilfe. Achso, der Stun juckt den natürlich auch gar nicht. Ernsthaft? Alter. Ich weiß echt nicht, ob es nötig war, diesen Kampf schwerer zu machen. Also vielleicht bin ich auch massiv im Level zu niedrig, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das gerade schon ganz schön bitter. Also ich mache ja halt auch gar keinen Schaden, das ist so das Ding. Wenn ich den jetzt wirklich halbwegs zügig umklopfen könnte, okay, aber davon bin ich ja mal weit entfernt. So, aber das muss doch jetzt noch zu machen sein, oder? Okay, wir haben fast zwei Drittel. Sich das Ding jetzt beim letzten Drittel noch irgendwie transformiert und so keine Ahnung was wird, dann kriege ich, glaube ich, einen Anfall. Vergessen. Okay, ist dann kann ich das Ding halt echt nicht. Wirklich? War das nötig, dass hier jetzt noch ein Champion damit dazu spawnt? Ich finde, das hätte man sich auch gut schenken können. Okay, muss natürlich auch nicht den Champion angreifen, warum auch? La la la, Heiltrank. Danke. So. Teile des Problems gelöst. Aber auch nur Teile. Sind zumindest die ganzen kleinen Spinnen weg. Natürlich, ausweichen wird auch völlig überbewertet.
Selbst das deflektet er halt so. Was? Hilfe. Wie lang zieht sich dieser Kampf jetzt schon hin? Bestimmt schon 10 Minuten, oder? Okay, also mit den Angriffen auf Y brauche ich eigentlich gar nicht angreifen, weil die werden eh standardmäßig abgewehrt. So. Ich würde sagen, so 85-90% haben wir. So, die Special Attack juckt das Ding auch überhaupt nicht, ne? Hier schön irgendwie durchteleportieren und Schaden machen, ist halt so nö. Ich kriege einfach mal keinen Schaden davon, ist schon in Ordnung. Wir haben es gleich. Jetzt nochmal schön so 30 Spinnen spawnen. Nein, ein Glück. Boah, was ein Krampf. Das war echt unnötig. Oh, ich habe es nicht in 120 Sekunden geschafft. Hm, aber war knapp, oder? Alter. Ich meine so vom Ausweichen und her, alles, echt alles gut. Aber das Ding hat einfach so viel Schaden gefressen. Holy smokes. Jetzt komme ich zu den Hunting Grounds. Na, meinetwegen gehe ich auch zu... Was? Warum komme ich jetzt wieder in die Hunting Grounds? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ganz ehrlich, eigentlich habe ich hier auch alles erledigt. Eigentlich. Da wollte ich hin. Möchte ich zurück zum Hub. Genau, jetzt mache ich das gleiche nochmal mit zwei Hexes, also mit zwei Hex schwerer Macht-Dingsies, ganz klar. Ich auch sonst keine Sorgen habe. More weapon types, areas and monsters are coming really soon. Stay tuned for updates, okay. You can still complete challenges and discover secrets in the Royal Gardens and the Hunting Grounds, as well as the dungeons in both zones. Your experiences and feedback will help us make the game better. Okay, dann war das offenbar jetzt der letzte Gegner von dem Teil. Also dann sind das offenbar jetzt auch sämtliche Maps, die es gibt. Okay, wir können natürlich hier noch in 1, 2, 3, 4, 3... Dann noch in 5 weitere Dungeons reingucken. Aber nicht jetzt. Ganz ehrlich, nicht jetzt. wobei. Hm, oder doch?